So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Ja, wir spielen zusammen Mario Kart DS im 50er Hubraum. Ja, ich dachte mir, ich mache ein ganz chilliges und ruhiges Let's Play zu diesem wunderbaren Spiel hier. Und ja, danach wird es mit Mario Kart 8 Deluxe weitergehen, aber auf 150 cc und auf 150 cc gespiegelt. Aber davor wollte ich noch was ganz Chilliges und Ruhiges haben. Deshalb dachte ich mir, Mario Kart DS auf 50 cc. Ja, ich stelle mich hier trotz 50 cc an wie ein abgelaufener Joghurt. Ich weiß nicht wieso. Aber ja, das können wir jetzt gleich ändern. Denn jetzt bin ich auf dem ersten Platz. Ich hoffe, das bleibt auch so. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr euch auf dieses Let's Play freut. Ne, also, ja, ich dachte mir, Mario Kart DS ist ein geiles Spiel und es ist einfach ein Let's Play wert. Auch wenn es nicht so eine gute Grafik wie Mario Kart 7 oder Mario Kart 8 oder 8 Deluxe hat, aber es hat definitiv ein Let's Play verdient. Die Strecken sind geil und alles. Ja. Das Let's Play wird übrigens 10 Folgen gehen. Wir werden die 8 Grand Prix machen. Auf 50 cc. Außerdem gibt es noch einen Part zur Ballonschlacht und einen Part zur Insignienjagd oder wie der Modus heißt. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber ja, Leute. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr euch das hier anschaut, ne? Ist klar. Und ja. Ich bin mal gespannt, wie ich mich im Großen und Ganzen im Let's Play anstellen werde. Ich meine, 50 cc, das ist ja leicht, aber trotzdem. Nicht alle Strecken sind leicht. Außerdem habe ich das Spiel ewig nicht mehr angefasst. Also habe ich noch eher wenig Erinnerungen an die ganzen Strecken und so, die es hier gab. Und ja. Die Steuerung ist kein Problem. Die ist ungefähr auch so wie in Mario Kart 7 und Mario Kart 8 Deluxe. Also den zwei anderen Mario Karts, die ich besitze. Von dem her Steuerung kein Problem. Aber ja. Ich bin in der ersten Runde Erster geworden. Das freut mich doch. Beziehungsweise in der ersten Strecke. Aber ihr wisst, was ich meine. Von dem her passt schon. Oh, und jetzt kommt die Yoshi-Kaskaden. An diese Strecke habe ich schlechte Erinnerungen. Also jetzt nicht von der Strecke selbst, aber ich habe mich hier, glaube ich, immer angestellt. Wie das letzte Stück Scheiße. Deshalb habe ich keine gute Erinnerung an diese Strecke. Und meine Erinnerungen sind, glaube ich, richtig. Ich bin nämlich gerade auf dem fünften Platz. Ist jetzt nicht so das Beste vom Besten. Und dann kann ich den Pilz nicht mal richtig einsetzen. Ich mag diese Strecke nicht. Sie sieht schön aus, sie hat schöne Musik, aber nein. Ich nicht mögen diese Strecke. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass du XLP nicht so sieht, weil alles, was mit Yoshi zu tun hat, ist ja irgendwie. Yoshi, da fährt er voll drauf ab. Aber ja, passt schon. Jedem das seine, würde ich sagen. Und jeder hat seine Meinung. Von dem her, ja.
Ich glaube, ich überhole den jetzt mal ganz fies. Den Yoshi. So. Ah. Jawohl. Oh, und da. Nee. Ah, Mist. So, komm. Kann ich den nicht treffen, diesen Wario? Wario, komm her. Mario. Mario, komm jetzt her. Komm jetzt her, du überfahrenes Eichhörnchen. Nee, das schaffe ich nicht mehr, oder? Nein. Ich sage doch, diese Strecke ist scheiße. Ja, obwohl, scheiße jetzt nicht. Wie gesagt, sie sieht schön aus, sie hat schöne Musik und alles. Aber trotzdem. Trotzdem. Ja, Leute, aber Chips-Strand gab es, glaube ich, auch in Mario Kart 8 Deluxe. Von dem her dürfte ich diese Strecke einigermaßen hinkriegen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ah, sieht nicht schlecht aus. Jawohl. Nice. Ha, voll reingefahren, du Opfer. Und trotzdem bin ich Zweiter. Aber ich bin dicht hinter ihm. Ich kann Erster werden, auf jeden Fall. Vor allem mit einem roten Panzer. Das ist schon nur der Panzer, hey. Komm mal her. Komm, Wario. Wario, komm jetzt her. Ja. Nice Strecke auf jeden Fall. Ja. Ach ja, ich mag allgemein. Ich mag solche Strandstrecken und sowas. Zum Beispiel was gab's noch? Es gab noch Kuba Strand oder so. Das hat mir auch gefallen. Chip Chip Bucht gefällt mir auch. Und sonstiges. Und natürlich. Natürlich bin ich wieder Zweiter. Gerade wenn ich das Spiel lobe, gerade dann bestraft mich das Spiel. Ergibt Sinn, ne? Obwohl jetzt hat sich das Spiel bei mir entschuldigt. So, jetzt erstmal eine Banane schmeißen. So, komm her. Oh, und nice, ich sehe auf der Karte, Wario wurde auch noch von einer roten getroffen. Das heißt, ich habe noch bessere Chancen. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, wenn dieses Display vorbei ist, wird Mario Kart 8 Deluxe kommen. Das Let's Play wird dann 25 Parts gehen von Mario Kart 8 Deluxe. Da es ja 12 Cups gibt, ich mache alle 12 Cups auf 150 cm, dann auf 150 cm gespiegelt und dann mache ich noch einen Part Schlachtmodus. Das sind dann ja 25 Parts, wie gesagt. 12 Cups mal 2 gleich 24 plus ein Part Schlachtmodus gleich 25. Ach ja, Mario Kart mag, glaube ich, jeder. Mario Kart ist immer ganz chillig. Mario Kart geht immer so. Ne? Und ich stehe zurzeit mit 28 Punkten auf dem ersten Platz. Oh, Luigi's Mansion. Nice. Gab es in Mario Kart 7 auch? Von dem her. Ich wollte sagen, sollte ich hinkriegen. Doch dann kam das Karma und hat gesagt, Manuel, das geht nicht. Du darfst kein gutes Gefühl haben, sonst verlierst du. Beziehungsweise sonst wirst du bestraft. Ja, wahrscheinlich siebter. So, vierter. Ah, dritter.
Wenn ich nicht dauernd rumgeschubst werden würde von Bowser, der fetten Sau und anderen Idioten, dann wär's vielleicht auch noch im Bereich des Möglichen, ne? Also, ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Geh doch weg, du blöder Baumstumpf. Obwohl nicht Baumstumpf, ist ja ein ganzer Baum. Ja. Wie auch immer. Ich bin jetzt Dritter. Und wir sind in der zweiten Runde. Also ich kann noch aufholen. Ich hoffe es jetzt mal. Weil ich möchte wenigstens den Goldpokal holen. Wenn ich schon auf 100, nee, nicht auf 100, auf 50 CCM spiele. Dann möchte ich wenigstens einen Goldpokal kriegen, eigentlich immer. Und ich sehe, Wario ist gar nicht so weit vor mir. Das heißt, ich kann ihn noch einholen. Und das habe ich auch soeben. Wenn ich jetzt nicht zu dumm wäre, wenn ich jetzt nicht so dumm wäre und gegen den Zaun gefahren wäre, dann wäre das auch ganz gut gewesen. So, ja. Hier. Ich hoffe jetzt einfach mal, Wario bleibt hängen. Und es scheint so. Denn ich bin gerade auf dem ersten Platz. Jetzt wäre ich aber fast wieder in die Wiese gefahren. Ach ja, die Musik ist auch richtig harmonisch. Wie in Luigi's Mansion halt. Und Luigi's Mansion 2. Übrigens, Leute, falls ihr Luigi's Mansion oder Luigi's Mansion 2 nicht kennt, Hübi macht zurzeit ein Luigi's Mansion 2 Let's Play. Ich kann es nur empfehlen, ich schaue es nämlich sehr gerne an. Oder allgemein, Hübi kann ich euch sehr empfehlen. Ist ein guter YouTuber, würde ich mal so behaupten. Also geschrieben Hubi. Also nicht Hübi mit Ü, sondern mit UE. Du. Und komm, bitte lass mich Erster werden, liebes Spiel. Jawohl. Und der Part hat auch eine sehr gute Länge, die mir gefällt. Ich hoffe, die anderen Parts werden auch so ungefähr eine Länge haben. Von 12, 13 Minuten, sagen wir eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde, das ist eine angenehme Länge. Ja, Goldpokal mit dem D-Platz ist in Ordnung. Aber ja, Leute, dann würde ich sagen, wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, dann schreibt mal Hashtag Pilz in die Kommentare, da wir in diesem Part den Pilzcup bewältigt haben. Aber ansonsten dürft ihr mich natürlich auch gerne kostenlos mit einem Like oder Abo unterstützen. Es würde mich sehr freuen. Aber ja, ansonsten danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen und tschüss.